wie wird man innovativer? Ich denke, dass das ganz wesentlich eine Frage der Organisation ist. Weil die innovativen Köpfe sind auf jeden Fall da. Also ich denke, wir haben ja gerade im Mittelstand, die Frage, was ist Mittelstand, auf jeden Fall innovative Produkte, sonst wären wir ja auch nicht weltweit so erfolgreich. Und früher waren die auch erfolgreich. Nur das Unternehmenssystem hat sich so verändert, dass keiner mehr richtig den Freiraum hat für Innovation. Und ich empfehle, die Unternehmen so zu organisieren, dass es eindeutig ist, wer für welche Produkte tatsächlich verantwortlich ist. Und das auch ein bisschen zu verkleinern und nicht diese großen funktionalen Blöcke im Unternehmen zu lassen, wo alles durchläuft. Das würde ich unbedingt tun. Ja, also ich glaube, der Mensch spielt eine ganz wesentliche Rolle. Es wird ja, es geht ja schon seit Zeit lang, die Entwicklung dahin, dass wir mit reiner Massenproduktion sowieso nicht gewinnen können. Also die menschliche Arbeit in unserem Lande ist auf jeden Fall zu teuer, als dass man damit den Wettbewerb gewinnen könnte. Also brauchen wir sowieso irgendwas mit Automatisierung. Für mich ist das Industrie 4.0 auch nur in Anführungszeichen eine natürlich sehr innovative Weiterentwicklung dessen, was eigentlich schon mit Konrad Zuse da begonnen hat, ja, mit der EDV. Und die Menschen, das wird ja für die immer anspruchsvoller, das alles erstmal zu gestalten, zu erfinden, wie man es macht und dann es auch zu steuern und zu führen. Ich glaube also, dass wir da einen richtigen Sprung auch machen müssen, nicht nur in den technologischen EDV-Möglichkeiten, sondern auch im Know-how und in dem Vermögen der Menschen, die das machen müssen. Ich glaube, wir müssen alles machen und da gehört sicher dieser Innovationsgipfel dazu, um das Thema Innovation auch wieder in der Gesellschaft zu verankern. Also wir haben ein bisschen oder wir sind dabei oder laufen Gefahr, ohne dass ich jetzt da Schreckensszenarien aufbauen will, dass wir so satt sind. Also wir haben doch eigentlich alles schon, was sollen wir jetzt noch weitermachen? Also wie vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch, wo es viel mehr Erfindergeist gegeben hat und das verlieren wir, weil es geht ja eigentlich ganz gut und wir sind auch zufrieden damit, die Innovationen, so das ganze Spielzeug, das man hat, kommt alles irgendwo her, aber es ist schön, dass wir es haben, aber das zu erfinden, und da müssen wir in der Gesellschaft, auch bei der Jugend, viel tun dafür, dass das wieder aufgerichtet wird und da gehört das für mich hier dazu. Ist ein Baustein von hoffentlich immer mehr, die es geben wird, dass wir wieder zur Erfindernation werden und nicht eigentlich technologiefeindlich.